Herzlich willkommen. Sehr schön, guten Morgen. Mein Name ist Julia Lahkemper. Ich bin Mindset Coach aus Berlin und ich unterstütze meine Kunden dabei, zu beruflicher Erfüllung und finanzieller Fülle zu finden. Und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist beim Mindful Mindset Monday. Und ich ziehe uns gerade noch eine Karte, bis wir hier mal alle eintreffen. Nehmen wir doch mal die. Heute ist die Karte Harmonie. Schaffe Harmonie in allem. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. Ja, so könnt ihr es besser sehen. Sehr schön. Heute geht es um das Thema Business Mindset oder Business Mindsets. Was brauchst du, um zu wissen, dass du das Zeug hast, erfolgreich in deiner Selbstständigkeit zu sein? Oder das Problem ist, dass du nicht sicher bist, ob die Selbstständigkeit für dich wirklich der richtige Weg ist oder ob du tatsächlich es schaffen wirst, erfolgreich zu sein in deiner Selbstständigkeit. Und da möchte ich heute gerne einige Impulse dazu geben und hoffe sehr, dass es technisch alles klappt. Es ist ja immer wieder herausfordernd. Mein Computer funktioniert wieder, für alle, die mein kleines Drama mitbekommen haben. Ich bin sehr froh. Ulrike sagt guten Morgen. Hallöchen. Das ist ja schön. Einen wunderschönen guten Morgen an euch alle. So, und dann legen wir auch gleich mal los. Ich gehe davon aus, dass ihr mich jetzt hören könnt und sehen könnt. Super. Genau, also viele von euch. Ach, das ist ja wirklich spannend. Jetzt hat Webinar Jam sich für eine Sekunde verabschiedet. Egal, wo ich bin, ich habe wirklich das Gefühl, ich habe einen Technikfluch. Ah, und der verfolgt mich noch eine Weile. Aber jetzt bei mir läuft jetzt wieder die Kamera und der Ton läuft auch. Ich hoffe, bei euch auch. Und wir legen jetzt einfach mal los. Wir haben ja nur eine halbe Stunde Zeit. Da muss ich ja ein bisschen Gas geben. Also, die Probleme, die ich da sehe in dem Business Mindset und die ich halt immer wieder an meinen Kunden sehe und auch an mir selber erlebt habe und teilweise noch erlebe, das ist halt einfach, dass wir unser Warum und unsere Vision aus den Augen verlieren. Wir haben irgendwann mal total begeistert angefangen, die Selbstständigkeit voranzutreiben. Wir haben unsere Leidenschaft entdeckt in einem bestimmten Thema. Wir waren uns ganz sicher, dass das jetzt etwas ist, was uns sehr gut gefällt, was wir jeden Tag machen können, wo wir das Gefühl hatten, da ist wirklich richtig Saft dahinter und eine große Chance. Wir haben festgestellt, dass es einen Markt dafür gibt. Wir haben festgestellt, dass man damit Geld verdienen kann. Ne? Also diese Validierung deines Geschäftsmodells ist natürlich total wichtig. Aber was du brauchst, um jeden Tag daran zu arbeiten und jeden Tag an den wichtigen Aufgaben zu arbeiten, ist halt, dass du weißt und dich erinnerst, warum du das machst und dass du auch eine Vision hast, wo du das Ganze hinführen willst. Ne? Dass du dich daran erinnerst, was soll das alles? Was soll das für mich und was soll das für die anderen? Und das ist etwas, das wir sehr oft aus den Augen verlieren, einfach weil wir uns im Tagesgeschäft verlieren. Und das ist das erste Problem, das ich euch gerne nochmal zeigen wollte oder wo ich glaube, dass ihr mir dazu stimmt und einfach euch da wiederfindet in dieser Thematik, weil ihr halt in der Selbstständigkeit noch nicht da seid, wo ihr hin wollt oder noch ganz am Anfang steht. Das Zweite ist, was ich sehr oft erlebe, ist, dass du halt einfach zwischendurch Angst bekommst und du zweifelst, ob das das Richtige ist, ob du nicht vielleicht doch wieder in den warmen Schoß des Angestellten-Daseins zurückgehen solltest, ob du wirklich alles leisten kannst, was diese Selbstständigkeit von dir erfordert. Und das führt meistens dazu, dass du dann zögerst, bestimmte Schritte zu gehen, von denen du eigentlich weißt, dass es die richtigen wären. Das führt dazu, dass du dich vielleicht versteckst und gar nicht so sehr in die Sichtbarkeit gehst, wie es notwendig wäre, um
um tatsächlich gesehen zu werden und gebucht zu werden und deine Arbeit ja auch an die Menschheit zu verbreiten. Und du verlierst natürlich auch ganz viel Zeit, weil du einfach nicht die Schritte gehst, die jetzt relevant sind und du durch das Zögern und durch das Verstecken Zeit damit verbringst, darüber nachzudenken, was du vielleicht sonst machen solltest oder machst Dinge, die nicht relevant sind. Und so kommst du halt einfach nicht voran und verlierst wertvolle Zeit, die dir dabei helfen würde, wenn du die richtigen Dinge machen würdest, dass es sich halt aufeinander aufbaut und irgendwann ineinander greift und ein Momentum ergibt, was dich unterstützt. Genau. Und das Problem ist halt, dass du dich einfach noch nicht bereit fühlst, in die Vollen zu gehen. Es ist irgendwas dabei, was dich verunsichert. Es ist vielleicht auch die Vielzahl an neuen Dingen, die dich verunsichert. Also viele haben dann irgendwie mit der steuerlichen und buchhalterischen Seite ein Problem. Andere fühlen sich von der Technik total eingeschüchtert, gerade wenn es jetzt um Online-Business geht. Und die Dritten finden vielleicht immer wieder eine neue Positionierung oder wollen sich da nicht festlegen oder arbeiten Monate, jahrelang an ihrer Website. Das sind halt einfach Dinge, die dich in dem Sinne nicht voranbringen, sondern halt einfach Kleinigkeiten sind, die dich zwar nicht geschäftig halten und dir das Gefühl vermitteln, dass du arbeitest und dass du auch wichtige Dinge machst, aber halt einfach nicht, du kommst halt nicht wirklich in die Gänge und du kommst dann auch nicht in die erfolgreichen Gewässer deiner Selbstständigkeit, wo du ja gerne hin willst. Könnt ihr mir einfach mal zwischendurch sagen, ob ihr mir da folgen könnt und wie ihr das so seht. Irgendwie fehlt mir heute ein bisschen Interaktion. Ich hoffe auch, dass wir bald wieder auf Facebook streamen dürfen, weil ich das echt schade finde, dass ich da eure Kommentare nicht sehe und auch nicht sehe, wer alles dabei ist. Genau, also gebt mir doch zwischendurch mal ein Ja oder sehe ich auch so oder ja, ich finde mich da wieder oder einen guten Morgen, auch wenn ihr neutral bleiben wollt, das würde ich sehr begrüßen. Ein weiteres Problem, was ich sehe, ist, dass du deine Stärken und Talente zu wenig kennst. Und das ist auch ein Schwerpunkt, den ich halt in meiner Arbeit mache, da wirklich hinzuschauen, was macht dich denn aus? Also wir haben ja schon gesagt, ne, du brauchst dein Warum und deine Vision. Das ist ja auch etwas, was dich individuell ausmacht, wie du arbeiten willst, wie du leben willst. Aber auch immer wieder zu wissen, was sind meine Stärken, was sind meine Talente und worauf kann ich mich stützen, auf was kann ich mich bei mir selber verlassen, damit ich meine Selbstständigkeit auch in erfolgreiche Gewässer führen kann. Das ist auch etwas, was wir auch teilweise durch diese Überwältigung, die wir halt erleben, ne, halt einfach nicht erfahren und das ist oder vergessen. Und das ist grundsätzlich auch etwas, was ich mit diesem Mindful Mindset Monday erreichen möchte, ist, dass ihr euch immer wieder erinnert an die Dinge, die ihr eigentlich wisst und dass ihr in Aktion geht und das umsetzt, was von dem ihr eigentlich wisst, dass es das Richtige ist. Und ich weiß das halt, weil ich an meinen Kunden sehe, dass das total wichtig ist und ich erfahre es ja an mir selber auch, ne? Dass ich da einfach Menschen um mich herum brauche, die mich immer wieder daran erinnern, was ich kann, woran ich gut bin und da halt auch die Methoden und die die Mittel und Wege zu kennen, um das herauszufinden. Ne? Also das ist total wichtig, dass du dich da nicht verlierst, sondern immer wieder dich rückbesinnen kannst auf das, was da ist. Und es verändert sich ja auch. Ne? Du lernst ja unfassbar viel dazu, wenn du eine Selbstständigkeit startest. Und da auch immer wieder zu sagen, was ist denn da auch an Stärke da? Ist da ein Durchhaltevermögen? Ist da so eine vielleicht ja im positiven Sinne so eine Art Verbissenheit oder eine Entschlossenheit, halt wirklich dran zu bleiben, bis Probleme gelöst werden? Hast du auf einmal festgestellt, dass du Spaß daran hast, mit WordPress zu arbeiten? Ne? Das sind ja auch Dinge, das sind Stärken und Talente, die du vorher vielleicht gar nicht so identifiziert hast. Und da auch wirklich reinzuschauen und zu gucken, was sind denn meine Stärken und Talente und mich darauf zu besinnen, das ist total wichtig. Ne? Und dann glaubst du auch irgendwann an deine Einzigartigkeit, weil das ist das, das sehe ich auch immer wieder, dass halt viele zu mir sagen, so ja, es gibt ja schon so viele Coaches und es gibt schon so viele Angebote, wer bin ich denn, dass ich jetzt noch mich auf den Markt drängen soll und ist ja nicht eh schon total übersättigt oder das, was ich anbiete, das Produkt, das gibt es ja schon auf eine oder andere Art, aber es gibt sie halt noch nicht präsentiert von dir und
klar, ne, musst du da auch den Weg gehen und schauen, gibt es da wirklich einen Markt dafür und wie sieht der aus, kannst du davon leben, wie sehen deine Wunschkunden aus, wie ist deine Positionierung, also all diese strategischen Schritte sind ja auch ganz wichtig, aber du brauchst unbedingt das Mindset, dass du daran glaubst, dass du auch die Richtige bist oder der Richtige bist, der dieses Thema vorantreibt, ne, dass es wirklich zu dir passt, einerseits deiner Leidenschaft entspricht, aber andererseits auch deinen Stärken und Talenten entspricht. Das ist total wichtig. Und dazu braucht es halt eine Definition an Stärken und Talenten. Und das merke ich immer wieder in der Arbeit, auch bei mir im Coaching, dass viele total überrascht sind und sagen, ich wusste gar nicht, dass es eine Stärke ist. Und das Thema ist halt, dass wir dadurch, dass es uns so leicht fällt und dass es für uns so normal ist, bestimmte Aspekte sehr gut zu machen, vergessen wir einfach, dass es anderen schwerfällt. Und das ist total wertvoll an dieser Arbeit. Ulrike sagt, aktiv sichtbar werden fällt mir gerade schwer, nach draußen zu gehen, Werbung für mich zu machen. Genau, und das ist halt schwierig, ne? Weil letztlich muss die Welt ja von dir erfahren. Und es gibt ja so schöne Wege, gerade durch das Online, was auch für, wenn du jetzt vielleicht sagst, du bist eher introvertiert und bist jetzt nicht diejenige, die so groß auf die Pauke haut. Es ist sowas wie ich das jetzt hier mache, einfach vor dem Computer zu sitzen und in eine Kamera zu sprechen, ist halt viel leichter, als vielleicht einen Platz auf einer Bühne zu bekommen oder einen Vortrag zu halten, was nochmal ganz andere Ängste auslösen würde. Ne? Aber auch da, du weißt ja, Ulrike, dass du sehr gut in dem bist, was du tust. Und deshalb ist der Punkt für dich auch gerade wichtig. Ne? Besinn dich darauf, was deine Stärken und Talente sind. Besinn dich auf deine Einzigartigkeit. Und dann weißt du, dass es total wichtig ist, nicht nur für dich, sondern auch für andere, dass du dieses Angebot halt in die Welt hineinträgst. Ne? Dass es gar nicht darum geht, so, oh, ich muss jetzt Werbung für mein Business machen, damit ich Geld verdiene, sondern dass du wirklich dieses Warum, dass dich das antreibt, warum du ursprünglich damit begonnen hast und ursprünglich die Idee hattest, damit zu starten und gleichzeitig auf deine Vision hinarbeitest. Ne? Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann natürlich das vierte Problem, mein Lieblingsthema. Du hast kein unterstützendes Money Mindset. Du hast einfach noch eine verquere Beziehung zu Geld oder vielleicht auch einfach diesen Gedanken, dass das Geld gar nicht von dir erwirtschaftet wird, sondern dass es von irgendwo herkommt. Ne? Das ist halt einfach, wie du das kennst. Das haben ja auch viele über Jahre erlebt. Und bei mir war das ja auch so, dass ich jahrelang halt einfach monatlich meinen Gehaltscheck bekommen habe. Und da umzuschalten und zu sagen, ich bin jetzt diejenige, die dafür arbeitet, dass dieser Gehaltscheck kommt. Und ich bin auch diejenige, die die Höhe dieses Gehaltschecks bestimmt. Das ist halt auch etwas, was dich immer wieder motivieren kann, in die Werbung zu gehen oder in die Sichtbarkeit zu gehen, einfach deine Leidenschaft für dein Thema zu verbreiten. Weil ne, letztlich, klar, geht es auch um Geld. Also es geht um Interessen, es geht um Stärken und Talente, es geht um eine gewisse Leidenschaft für ein bestimmtes Thema, es geht im besten Fall halt wirklich um eine große Vision, dass du die Welt positiv beeinflussen möchtest, dass du etwas ändern möchtest und etwas schaffen möchtest, aber es geht natürlich auch darum, dass du gut davon leben kannst, ne? Und gerade in der Selbstständigkeit müssen wir die Altersvorsorge noch ganz anders mitdenken, wir müssen ganz anders Rücklagen bilden und da werden viele Trigger, also es gibt es viele, viele Punkte, an denen du dich reiben kannst, was du im Angestelltenverhältnis halt nicht musst. Ne? Du musst ja keine Steuerrücklagen bilden, bei den meisten zumindest. Ich weiß, bei einigen, die zuschauen, die müssen auch sich selbst darum kümmern. Aber in der Regel ist es halt so, dass du halt einfach deine Abgaben hast und du vertraust darauf, dass es irgendwie die Karriereleiter hochgeht, dass du irgendwie mal eine Gehaltserhöhung bekommst. Aber du bist in dem Sinne nicht so sehr dafür verantwortlich wie in der Selbstständigkeit. Und deshalb merkst du auch gar nicht, dass du ein Money-Mindset hast, was dich vielleicht an einem bestimmten Limit festhakt oder was du halt mit einer bestimmten Menge an Arbeit verbindest, was du mit einer bestimmten Menge an Urlaub verbindest, was du ne, einfach dich in Relation mit Geld verbindest, um da genau hinzuschauen und zu sagen, wo gibt's denn da Blockaden, wo gibt's denn da Grenzen, die ich jetzt, dadurch, dass ich in die Selbstständigkeit gehe, spüre, wo gibt's da vielleicht auch Ängste, ne? Einfach
ein Nicht-Glauben daran, dass du in der Lage bist, für dich selbst zu sorgen. Das hat mir auch mal eine Kundin gesagt, die halt von dem Geld ihres Mannes oder Freundes lebte, die auch sagte, sie traut sich das gar nicht zu, allein für sich zu sorgen finanziell, weil sie das noch nicht erfahren hat, weil sie vorher halt von ihren Eltern finanziert wurde, dann hat sie immer Freunde gehabt, die sie finanziert haben, und dann war aber irgendwann dieser Wunsch da, dass sie halt selber ihr Leben finanzieren wollte. Aber es, ne, es ist ja dann erstmal alles total neu, und es darf dann diese Beziehung zu dir selber, was deine Finanzen angeht, und die Beziehung zum Geld an sich, die darf dann neu definiert werden und überschrieben werden. Ne, wenn du halt immer davon ausgehst, dass andere für dich sorgen und dich auch andere dir dabei helfen, dich aus einer finanziell prekären Situation zu befreien, dann nimmst du dir ja auch die Kraft, das selbst zu erschaffen und dich selber da wieder rauszuziehen. Na, das ist auch ein ganz wichtiges Mindset, in der Selbstständigkeit tatsächlich zu da drin zu sein und zu sagen, naja, es ist halt, wenn es nicht läuft, ist es halt Feedback. Ne? Es ist keine Niederlage, sondern es ist Feedback, und es zeigt mir, dass ich an meinem Money-Mindset noch arbeiten darf und dass ich vor allem auch die Aufgaben priorisieren sollte, die mir dabei helfen, erfolgreich zu sein. Und das ist ein weiterer Punkt. Du willst halt, das ist ein weiteres Problem, du willst alles alleine schaffen. Du bist nicht dabei, dich mit Gleichgesinnten auszutauschen, oder du konzentrierst dich auf die Dinge, die dich und dein Business nicht wirklich voranbringen. Du bist zwar sehr geschäftig, aber du kümmerst dich halt nicht darum, dass dein Business läuft, dass du Kunden hast, dass du deine Produkte verkaufst, dass du die Dinge machst, die dich herausfordern, wie Ulrike das eben gesagt hat. Ne? Es fällt ihr noch schwer, in die Sichtbarkeit zu gehen. Ja, absolut, es fällt allen schwer. Es gibt vielleicht ein paar Ausnahmetalente, die es nicht abwarten können, in die Sichtbarkeit zu gehen. Aber in der Regel ist es halt immer wieder, und das ist halt auch was eine Selbstständigkeit mit sich bringt im Vergleich zum Angestelltenverhältnis, dass wir da halt immer wieder in Herausforderungen gebracht werden oder auch proaktiv Herausforderungen suchen, die natürlich unkomfortabel sind, die uns herausfordern, die sich unangenehm anfühlen, die unsere Komfortzone erweitern. Und es gibt aber eine Verhaltensmuster, die dafür sorgen, dass du das nicht machst, aber gleichzeitig das Gefühl hast, dass du wahnsinnig viel arbeitest und wahnsinnig viel tust und deshalb halt in so einer Spirale, in so einer Schleife steckst, dass du die wirklich wichtigen Dinge nicht vorantreibst. Und wenn du dich mit Gleichgesinnten austauschst oder Unterstützung hast, zum Beispiel durch einen Coach oder durch einen Mentor, dann wirst du darauf aufmerksam gemacht. Ne? Dann bekommst du das gespiegelt, und es sagt dir jemand, ja, pass mal auf, du bist zwar hier sehr busy, aber du machst gar nicht die Dinge, die dich wirklich vorantreiben. Und dann macht ihr gemeinsam einen Plan, wie es denn anders aussehen kann und was denn die Punkte sind, die dich wirklich voranbringen und was denn die Punkte sind, an denen du deine Komfortzone jetzt mal erweitern darfst. Ne? Und das ist wirklich schwer, uns immer wieder selbst zu pushen, alleine zu pushen und zu sagen, okay, ich springe jetzt wieder ins nächste kalte Gewässer. Weil das ist es letztlich. Ne? Wir müssen immer wieder ins Ungewisse und in diese unangenehmen Situationen gehen, um zu wachsen. Und das brauchen wir natürlich für uns persönlich, um uns als Mensch neu zu entwickeln. Und wir brauchen es aber auch, um unser Business voranzutreiben, weil das ist im Prinzip eine ganz einfache Rechnung aus unseren Talenten, unserem Warum, unserer Vision, was uns antreibt, dann die Arbeit, die wir da reinstecken, den Wert, den wir schaffen für unsere Kunden, und dann tatsächlich dass wir es in die Welt hinaustragen, dass die Menschen davon wissen, dass wir das anbieten. Ne? Und wenn wir das nicht tun, dann werden wir nicht erfolgreich sein. So, Ulrike sagt, guten Morgen Andrea, Hallöchen, sehr schön. Ulrike sagt, das Hin und Her zwischen Komfortzone und das Verlassen derselben erzeugt innere Zerrissenheit und verlangt Mut, die Angst zu überwinden. Das kostet oft viel Kraft, die dann fehlt für die wichtigen Dinge. Ja, genau, und da ist es halt wichtig, den Mut für die wichtigen Dinge aufzubringen. Ne? Also, und auch klar, ne, wir gehen einen Schritt nach dem anderen, wir müssen uns jetzt nicht, also wir können uns dem Level anpassen, wo wir gerade sind. Aber ja, wir brauchen diese Energie und wir müssen uns fokussieren. Es macht halt keinen Sinn, wenn wir unsere Selbstständigkeit vorantreiben, dass wir dann
privat uns vielleicht auch noch in 10 anderen Dingen herausfordern, dann machen wir es uns halt einfach zu schwer, ne? Sondern wirklich zu sagen, das ist jetzt mein Fokus und das ist das, was ich brauche, um A, zu überleben und B, mich am Markt zu etablieren und C, meine Vision zu leben. Ne? Da wirklich zu schauen, was ist denn genau der richtige Weg? Und manchmal drehen wir uns halt im Kreis, weil wir es selber nicht erkennen können, weil wir den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Und da hilft es halt immer, wirklich eine Perspektive von außen zu haben und jemanden zu haben, der da schon ist, der diesen Weg schon gegangen ist, der das nachvollziehen kann, wo du gerade drin steckst und sagt so, pass auf, okay, ich habe da auch drin gesteckt und mein Weg war, so damit umzugehen. Und dann kannst du ja immer noch für dich definieren, ob du einen anderen Weg gehst oder ob du diesen gleichen Weg beschreitest oder ne, dass du einfach nochmal definierst, was bedeutet denn das für dich ganz konkret, welche Schritte musst du da gehen? Aber ja, auf jeden Fall, es kostet Energie und deshalb ist halt auch die Selbstfürsorge, was ich ja auch immer wieder erwähne, auch total wichtig, ne? Dass du schaust, du kannst halt nicht auf allen Hochzeiten tanzen. Wenn du dich selbstständig machst und gerade wenn du dich gründest und in diese Startphase gehst, dann ist es nicht die beste Zeit, um gleichzeitig all deine Hobbys zur absoluten Exzellenz zu bringen oder alle Feste mitzunehmen, die da fallen, sondern es geht halt wirklich darum, so einen Fokus zu entwickeln und zu sagen, das ist jetzt das, was ich will und was ist denn der Einsatz, den es wirklich erfordert, um dahin zu kommen. Das heißt jetzt nicht, dass du 7 Tage die Woche arbeiten musst, sondern das bedeutet halt einfach, dass du den Fokus auf die Dinge legst, die wirklich, wirklich entscheidend sind. So, jetzt gucke ich mal hier auf meinen Spickzettel. Genau, du willst alles alleine schaffen. Also das kenne ich von mir auch, ne, dass ich immer wieder mir beweisen möchte, wie viel ich doch alleine schaffen kann. Und ich komme immer mehr zu dem Punkt, dass je mehr Netzwerk, je mehr Kooperation, je mehr Offenheit und Verletzlichkeit, je mehr Unterstützung ich mir besorge, desto schneller geht halt tatsächlich, geht's halt Richtung Erfolg. Weil das habe ich jetzt endlich begriffen, wenn ich nicht regelmäßig in mich und Unterstützung und mein Netzwerk und Mastermind und Coaches investiere, dann ist es zu teuer. Dann kostet es mich letztlich mein Business sozusagen. Ne? Also das ist halt etwas, wo viele meiner Kunden dranhängen und sagen, ich kann mir das nicht leisten. Oder in Kennenlerngesprächen höre ich dann so, ja, ich muss mal gucken, ob ich das Geld zusammenbekomme. So, ja, okay, ne, kann ich verstehen. Nicht jeder hat jetzt irgendwie 1.000 Euro plus einfach herumliegen, aber du musst dir halt sicher sein, wo willst du hin? Ne? Ist es wirklich, erreichst du dieses Ziel alleine? Bist du wirklich in der Lage, all diese Schritte alleine zu gehen? Und wenn nein, dann such dir Unterstützung. Und es muss ja noch nicht mal ein Coach sein, den du bezahlst, sondern es kann auch eine gute Freundin sein, die den gleichen Weg geht und wo ihr euch einfach gut unterstützt und in der Lage seid, euch verbindlich zu halten und tatsächlich in die Umsetzung zu gehen. Ulrike sagt, Selbstfürsorge ist auch so ein Thema. Fokussierung scheint mir nun das Wichtigste zu sein. Genau, also da, ne, es geht wirklich um Basics und das klingt dann so banal oft, ne, tatsächlich zu sagen, ja, es geht darum, dass du genug schläfst, es geht darum, dass du genug Wasser trinkst, es geht darum, dass du gesund isst und dass du dich bewegst. Ne? Das sind elementare Dinge, einfach um überhaupt Energie zu haben. Und gerade wenn du Dinge machst, die dich herausfordern, brauchst du halt mehr Energie. Das heißt, das sind die absoluten Basics. Und dann schau mal, machst du das wirklich jeden Tag? Ne? Weil viele schalten dann ab und sagen so, oh, ich kann es nicht mehr hören. Ja, Wasser trinken. Das ist ja, habe ich schon 1000 Mal gehört. Ja, aber machst du es wirklich? Ne? Das ist immer genau die Frage, ist das, was wo die Informationen halt im absoluten Überfluss da sind, schaffst du es halt wirklich, das in dein Leben zu integrieren. Weil all diese kleinen Dinge, auch die Snooze-Taste morgens nicht zu drücken, ne, aufzustehen, zu sagen, okay, ich fange an mit Stretching, ich gebe meinem Körper jetzt erstmal eine gewisse Flexibilität oder ich mache Sport oder ich sorge dafür, dass ich halt einfach einen guten Start in den Tag habe und meinen Tag auch plane. Das ist total wichtig. Und dann kannst du halt weitergehen. Also das ist, ne, das sind letztlich so viele Punkte, die so banal erscheinen, aber sie müssen tatsächlich umgesetzt und gelebt werden. So, und jetzt komme ich nämlich auch nochmal zu den Antworten auf die Frage, was kannst du tun, um deine Selbstständigkeit endlich in erfolgreiche Gewässer zu fahren?
das sind jetzt nochmal einige Wege, die ich dir aufzeigen will, wie du das schaffen kannst. Und einer ist, dass du mit einer positiven und bewussten Intention in den Arbeitstag startest, ne? Dass du da deine Vision und dein Warum jeden Tag mitnimmst und dich davon motivieren lässt und sagst, ja, das ist ja der Grund, warum ich mal gestartet bin. Das ist das, was ich für mich, aber halt auch für andere tatsächlich lebe, ne? Tatsächlich in die Welt hinausbringe. Und wenn du diese Intention hast, dass du jeden Tag einen Schritt vorangehst, ein Ziel erreichst, dann wird sich das einfach sammeln und dann wirst du in die Umsetzung gehen können und dann wirst du irgendwann diesen Erfolg auch einfahren, weil es, ne, es ist dann einfach eine Sache des, wie heißt es, Compounding, fällt mir gerade nicht auf Deutsch ein, einfach dieses, ne, das, die Zusammensetzung vieler kleiner Schritte ergibt halt einen großen Schritt. Das ist halt so. Also nimm dir die Zeit, plane deinen Tag, setz dir eine Intention und sage, was würde denn heute den Tag erfolgreich machen? Was ist denn ein wichtiges Ziel, was ich heute vorantreiben kann? Und dann mach das. Und dann geh in die Umsetzung. Auch dieses von Stephen Covey, eat the frog first. Such dir die schwere Aufgabe als erstes aus und geh die. Und dann, wenn du die erledigt hast, ne, dann kannst du immer noch die Kleinigkeiten machen, E-Mails checken und. Aber geh da wirklich in die Umsetzung. Und dadurch hältst du durch diese Intention, durch diese tägliche Intention, hältst du halt dein Warum und deine Vision lebendig. Und das ist total wichtig, dass du das nicht aus den Augen verlierst. Und es passiert ganz, 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 ganz vielen, die halt sich total verstricken in diesem Tagesgeschäft und überhaupt nicht mehr wissen, warum sie damit eigentlich begonnen haben und diesen schwierigeren Weg gewählt haben. Und dann als zweites natürlich durchbrich deine Glaubenssätze im Sinne der Sichtbarkeit. Ne? Was hält dich wirklich zurück, in die Sichtbarkeit zu gehen? Die Glaubenssätze bei deinem Money-Mindset. Was hält dich wirklich zurück, das Geld zu verdienen, von dem du glaubst, dass du es verdient hast? Ne? Was hält dich zurück, einfach in die Umsetzung zu gehen jeden Tag? Also was machst du denn stattdessen? Schau mal wirklich, was so die Dinge sind, die du tust, wenn du eigentlich auf diese herausfordernde Aufgabe zugehst. Was sagt dir denn dann dein böses Stimmchen sozusagen, dein Teufelchen auf der Schulter, was du lieber stattdessen tun solltest? Solltest du dich dann lieber ausruhen oder sagst dir, dass es noch nicht die richtige Zeit ist? Das sind Indikatoren für Glaubenssätze, für Blockaden. Und nimm die ernst und arbeite daran und nutz Methoden auf der rationalen Ebene, aber auch Methoden, die Glaubenssätze aufdecken, die tiefer liegen und die auf der unbewussten Ebene liegen, die nimm das Körpergedächtnis, zieh das mit ein, ne? Dass du da halt einfach vorankommst und diese Blockaden abwirfst, weil das ist total entscheidend, sonst kommen wir einfach nicht voran. Dann natürlich auch zu dem Punkt Stärken und Talente, ne? Finde Klarheit darüber, was macht dich aus, was macht dich einzigartig, was unterscheidet dich von anderen, was sind deine Stärken und Talente, schau halt wirklich darauf, was kannst du noch machen, um da mehr Gewissheit zu haben und mehr Unterstützung und Sicherheit in dir selber zu finden, dass du sagst, so, ja, ich kann das aber, ich habe das schon in unterschiedlichen Situationen bewiesen, dass ich entschlossen bin, dass ich mutig bin, dass ich risikobereit bin, dass ich lernfähig bin, dass ich auch Lust habe, neue Sachen zu lernen. Und das sind alles Dinge, die dich dann auch durch deine Selbstständigkeit tragen und einfach auch dafür sorgen, dass du erfolgreich wirst. Jetzt gucke ich hier gerade nochmal, ob ein Kommentar gekommen ist. Nein. Genau. Und dann natürlich, ne, such dir ein Netzwerk, such dir Unterstützung, such dir vielleicht einen Coach, geh zum regelmäßigen Meetups, mach irgendwas, dass du halt wirklich dich mit Gleichgesinnten austauschst und merkst, du bist nicht allein mit deinen Sorgen und mit deiner Verzweiflung, vielleicht auch deiner Unsicherheit, deinem Gefühl der Überforderung, sondern es ist ein ganz normaler Prozess, wenn du neue Dinge beginnst, wenn du ganz viel Neues lernst, wenn du eine große Aufgabe übernimmst, dass du da herausgefordert wirst. Und such dir deine Unterstützung, tausch dich aus und schau halt, was hat bei anderen funktioniert. Wo gab es Lösungen, die anderen was gebracht haben? Ne? Wo gibt es Vorbilder, Vorreiter, die schon das erreicht haben, was du erreichen willst? Und frag die Löcher in den Bauch, wie sie es gemacht haben. Und dann mach wieder einen Plan, geh in die Umsetzung. Ne? Dann beginnt alles wieder von vorne. Also, von daher, im Prinzip, ne, es ist
es ist eigentlich ganz, ganz einfach und doch so schwer, weil wir halt immer wieder an unsere eigenen Grenzen kommen und wir dürfen halt immer wieder die Bereitschaft entwickeln, mit diesen Grenzen zu arbeiten und sie halt nicht als etwas so Störendes empfinden. Das ist auch nochmal ein wichtiges Mindset, dass du halt wirklich diese Lektionen, die dir das Leben damit ja auftischt, dass du die auch dankbar annimmst und sagst, okay, es fühlt sich gerade echt blöd an, aber ich sehe, hier habe ich noch was zu lernen. Ne? Hier habe ich noch zu lernen, meine Selbstfürsorge voranzutreiben. Hier habe ich noch zu lernen, produktiv zu werden. Hier habe ich noch zu lernen, und mir Unterstützung und Hilfe zu holen und das auch annehmen zu können. Das sind halt alles Dinge, die diese noch vorhandenen negativen Mindsets durchbrechen und die dich dann letztlich dahin führen, was einerseits Erfolg verspricht, was auch immer das für dich individuell heißt, aber vor allem dir eine unglaubliche Zufriedenheit gibt, weil du sehr übereinstimmst mit dem, wofür du auf der Welt bist, deiner Meinung nach, und halt wirklich daran arbeitest. Und diese Kongruenz, diese Übereinstimmung mit dem, wofür du hier bist und wo du vielleicht eine Leidenschaft und vielleicht auch so eine Art Berufung fühlst und den Schritten darauf hin, egal wie viel Angst du hast, egal wie viel Respekt dir das einflößt, das macht unfassbar zufrieden. Und dann ist es letztlich auch wurscht, wo das hinführt, ob du damit dann Millionärin wirst oder keine Ahnung, einfach dir noch nur einen schönen Lebensstil erreichen kannst und vor allem diese Zufriedenheit auch aus deiner Arbeit herausnimmst. Ne? Das ist letztlich das, was dich glücklich macht. Und ich kann dich nur einladen, diesen Weg zu gehen, und ich gehe ihn auch immer wieder und immer wieder gerne. Und ich finde allein das, ne, also der, auch da dieses klassische Zitat, der Weg ist das Ziel. Das ist halt so. Es geht nicht ums Ankommen. Es geht darum, den Weg so freudig wie möglich zu gestalten und so sinnvoll wie möglich. Und da dürfen wir uns halt immer wieder erinnern, was ist denn eigentlich unser Sinn? Ne, was bringen wir an Stärken und Talenten mit? Was bringen wir an Mindsets mit, die uns unterstützen? Was bringen wir an Leidenschaft mit, an Talenten, an Sinn, an Werten, an Idealen, und wie wir die dann letztlich in die Tat umsetzen? So, und das war's schon wieder von mir. Es ist unfassbar, wie schnell diese halbe Stunde um ist. Ich hoffe, ihr habt was mitgenommen heute. Und ja, schreibt mir gerne noch einen Kommentar, oder wenn ihr noch eine Frage habt, lasst sie gerne noch los. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns in der Facebook-Gruppe. Ulrike sagt danke. Danke für deine Aktivität, Ulrike. Schön, dass du dabei bist. Andrea, sehr gern. Vielen Dank. Schön, dass ihr dabei wart. Und ich habe gehört, dass es technische Probleme gab mit den Aufzeichnungen. Ich lade die jetzt immer auf YouTube hoch. Also da könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Da gibt es ein paar freundliche Menschen, die das schon tun. Wir sehen uns in der Facebook-Gruppe Mindful Mindset Monday. Beantwortet einfach die Fragen und ich lasse euch in die Gruppe hinein. Und ansonsten, wenn ihr euch Unterstützung wünscht, dann vereinbart ein Kennenlerngespräch mit mir und holt euch die Unterstützung, die ihr braucht. Und wenn ihr die woanders holt, ist auch gut. Aber macht etwas. Geht euren Weg, weil das ist, ne, dafür sind wir hier. Und macht aus diesem Tag was, macht aus dieser Woche was, und wir sehen uns nächste Woche. Ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss. So. Tschüss.